Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included bei den Luminaten und beim Eisenvulkan. Die Pumpe läuft. Wir pumpen jetzt hier schön 87 Grad heißes Wasser hoch und da gucken wir jetzt mal, was damit passiert. Also das kommt hier schön rein und dann geht das, Alter, wie das runtergeht. Ey, das geht hier mit 5 Grad wieder raus. Ja, nice. Das müsste ja mega warm jetzt hier drin. Das heizt sofort hoch hier. Guckt euch das an, wie das abgeht. Das ist die Heizung überhaupt. Alter, guckt euch das an. Wie schnell das heiß wird. Ist ja der Wahnsinn. Junge, Junge, Junge. Okay, aber hey, ist egal. Wir kommen hier mit 23 Grad wieder raus. Das steigt natürlich noch, weil so viel... Das muss erstmal komplett ein bisschen runterkühlen. Sonst geht da gar nichts. So, und hier machen wir jetzt erstmal abschließen. Und dann schauen wir mal. Bams. So, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt hier runtergekühlt bekommen. Wäre natürlich wünschenswert, dass wir da halbwegs ordentlich, weil wir müssen natürlich auch aufpassen, dass uns das hier nicht zu viel heizt, ne? Das wäre natürlich auch doof. Aber nicht, dass die sich verbrennen, wenn die an die Lagerbehälter gehen oder so. Weil... Kommt halt schon echt warm hier an, ne? Mit 70 Grad. Ja, Lagerwälder wird warm. Das Zeug da drin auch. Ist alles nicht verkehrt. Ist alles nicht verkehrt. Das ist okay. Wenn das einmal warm ist, dann haben wir hier auf jeden Fall gut Temperatur in der Base. Ah, der hier. Der ist ja eh nicht mehr lange am Arbeiten, ne? 13 Zyklen noch. Dann war es das sowieso. Dann war es das sowieso. Wir beobachten das. Wir beobachten das, ob wir hier irgendwas reißen können. Ich meine, wir kommen mit 30 Grad zurück. Das ist schon... Ist schon viel. Beziehungsweise wenig. Naja. Ich habe nur Angst, dass das hier zu viel heizt. Wobei, dann können wir immer noch hier irgendwelche isolierten Ziegel wegmachen und dann kriegen wir hier trotzdem die Kälte rein. Das geht eigentlich schon, oder? Wollen wir den mal ausschalten und mal gucken, dass auch ohne die Heizung hier läuft? Ah, hier oben wird es echt schnell kalt, ne? Jetzt ist die Heizung weg, dann war es das hier. So, Pascal ist auf der Pritsche. Mendo. Mendo, warum bist du denn so gestresst? Was ist da los? So, hier geht das Zeug raus. Ah, hier haben wir viel Wasserstoff, ne? Wir könnten... Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier aufmache, ob das was bringt oder ob das eigentlich nur... Quatsch ist, was ich dann mache. Wir öffnen das mal. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das mal an. So, hier habe ich, glaube ich, auch erweitert. Habe ich auch nicht gesagt. Da war das Chlorgas voll. Da habe ich noch 3 Tanks dran gekloppt. Und ich habe hier die Sauerstoffversorgung zusammengelegt. Weil hier bei den Schutzanzügen zu wenig ankam. So. Salzwasser. Pumpt der denn eigentlich? Ja, so viel Platz ist nicht mehr, ne?
Wir müssen auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Aber es wird schon kälter. 76 Grad. Es wird auf jeden Fall kälter. Wir kommen auch schon nur noch mit 67 hier an. Nur noch. Aber das ist okay. Das ist komplett okay. Und gehen mit 33 raus. Alles super. Alles super. Der ist immer noch am Arbeiten hier. Okay. Wollen wir den aufmachen? Dass der weiterläuft, aber der heizt zu viel. Das heizt alles zu viel. Das ist too much. So, wir müssen uns so langsam echt mal um unser... Ich würde gern den Wassertank... Alter, was ist hier los? Läuft der Scheiß gleich über? Nee. Ich würde gerne den Wassertank umsiedeln. Ich würde den gerne woanders haben, weil ich gerne einen größeren hätte. Einen größeren Wassertank. Aber wo können wir den hinmachen? Den könnten wir hier hinmachen. Hier könnten wir den theoretisch hinmachen. So, das ist doch eigentlich eine angenehme Größe, oder? So, mal gucken, wer es schafft, sich einzubauen. Wetten werden angenommen, Freunde. Wetten werden angenommen. Ja, das mit dem Flugtierkörper, das funktioniert ja auch nur so relativ, ne? Also gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich können wir hier mal eben auflassen. Ja, wenn alle helfen, geht das schon schnell, ne? Dann müssen wir nur mal gucken. Wir müssen dann das Ding nach hier legen. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe hier einen Test gemacht. Genau, das war das nämlich. Mit dem selbst zirkulierenden Wasser. Und es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte euch das gar nicht gezeigt. Das läuft einfach eiskalt im Kreis. Bis Ende ist. Das wisst ihr ja gar nicht, dass ich das versucht habe. Ja, da war ja was. So, warte mal. Das können wir auch eigentlich mal zerlegen, den Spaß hier, ne? So. Da müssen wir ja nur das Salzwasser rauskriegen und den Hedge killen. Stirb, stirb. Mendo ist immer derjenige, der es abkriegt, ne? Komischerweise. Hat er es nicht geschafft? Was ist da los? So, warte mal. Flüssigkeit.
So, das heißt, wir könnten theoretisch... hier hingehen und können das da verbinden. So. Warum ist da Wasser? Was ist da los? So, wie sieht es hier aus? 70 Grad. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. 70 Grad sind vollkommen in Ordnung. Hier haben wir eine ordentliche Heizung. So, und wir können jemanden hinzufügen. Mal gucken, wen... Oh, Keuchwurzsamen. Oh, das würde mich ja schon reizen, ne? Was haben wir denn? Allergische Reaktion auf Blumenduft. Nein, das ist scheiße. Linzer, du bist raus. Kann Graben nicht ausführen. Oh, das ist auch scheiße. Bauen, Kochkunst... Hilfspaket Sand. Ja, Sand haben wir genug. Ich würde tatsächlich den Keuchwurz nehmen wollen. Das ist beide scheiße. Graben ist kacke. Graben, du musst immer graben. Immer graben. Ansonsten, ein Koch, na ja, okay. Ja, allergische Reaktion auf Blumenduft ist komplett kacke, weil du hast hier, du hast hier überall Blumenduft. Da kannst du gar nichts machen. Das fliegt überall hin. Hier, du hast die ganzen Hütten, hast hier alle voller Blumenduft. Das machen wir nicht. Das können wir haken. Dann müssen wir warten. Es kommen ja neue. Dauert 3 Zyklen, dann ist hier wieder der nächste am Start. Also da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Das passt. So, was macht denn ihr jetzt alle eigentlich? War für ein Freund. Eis, warum bringt der Eis? Was ist da los? Ah, ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich das Eis loswerden soll, weil durch das Gebaue von den Statuen, da kommt nicht so viel Eis weg. Das ist zu wenig teilweise. Soll ich das priorisieren? Ich weiß nicht. Hä? So. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier den Rest noch wegkriegen, der hier noch so im Weg rumschwirrt. So, von da kommt ja auch Wasser. Das müssten wir dann, das reißen wir auch erstmal ab. Ich hätte halt gerne den kompletten Wasserspeicher da weg. Der stört mich irgendwie. Der ist da fehl am Platze. So. Okay. Jetzt kommt hier schon Wasser. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nur das Wasser von dort auch... irgendwie hier rüber pumpen, ne? Warte mal, geht das nach unten? Das geht nach unten. Das heißt, wir können theoretisch... Was ist denn so der letzte... Ja, hier könnten wir es abnehmen, ne? Halt provisorisch hier weitergehen. Und dann irgendwie das Ganze hier durchfummeln. So. Und dann sollte das hier langsam rinlaufen. Und das Ganze befüllen. Derzeit könnten wir eigentlich noch Möbel. Eisblock. Aber es bringt halt nicht so viel. Das ist die Scheiße. Weil muss ich jetzt eh aufpassen. Nicht, dass uns die Suppe hier überläuft. Ne? Das wäre natürlich äußerst bescheiden. Das wäre äußerst bescheiden. Außerdem, ne, pass mal auf, wir müssen das hier priorisieren.
Damit das fertig wird. Nicht, dass uns das Wasser hier wieder wegläuft irgendwo. Das wäre auch blöd. Was sagen eigentlich unsere Algen? 9,6 Tonnen. Okay. Ist nicht das meiste, aber es ist besser wie nix. Wir brauchen halt echt Schleim, ne? Aber woher nehmen? Wir können hier nur anfangen, solche Biome hier auszuhüllen. Würde ich mit dem hier glatt anfangen wollen. Weil wir können die ohne Schutzanzug hin. Eieieiei. So, pass auf. Wir machen hier erstmal einen Weg runter. So, dann müssen wir hier. Ordentlich Leitern bauen. Ordentlich Leitern bauen. Ich hoffe, ihr habt den Tank hier fertig. Ja, habt ihr. Okay, sehr gut. Das heißt, wir können hier anfangen zu zerlegen. Das können wir zum Glück alles zerlegen, weil selbst wenn die da draufstehen, dann fallen die einfach runter. Bumm. Hat der Papa sich noch gehalten. So. Handpumpe. Machen wir mal so. Okay. Dü-dü-dü-dü-dü-düm. So, wer ersäuft als erstes? Wer erschafft es? Wer ersäuft? Können wir das zerlegen hier? Ja. Alles weg, Mann. Alles weg. Wir hüllen das hier komplett aus. Scheißegal. 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 Ob ein Huhn Ei legt oder nicht. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja. Ja, ja, ja. Da müssen wir gucken, dass das Wasser nicht zu kalt wird. Warum habe ich hier so... Achso, das ist die Sohle. Oh, pass mal auf, wir müssen mal... wir müssen mal irgendwo eine Entleerung machen hier für dieses ganze scheiß Salzwasserzeug und Sohlezeug. Wo können wir das denn mal hinkippen? Können wir das hier reinkippen? Ist hier, hier ist Salzwasser drin? Ist hier auch Sohle drin? Sicherheit. Nicht. Wo können wir das denn mal... Wir können das, glaube ich, einfach hier irgendwo entleeren, oder? Hier. Scheiße, da läuft es halt hier unten drin. Ist ja Wumpe. Hier ist sowieso alles voll mit dem Zeug. Aber dann kriegen wir hier vielleicht mal so ein bisschen Flaschenordnung. Hier steht ja überall was rum. Das wird auch schon sehr oft bemängelt. Aber ich hab's leider nie gemacht. So, warte mal. Wir machen noch eine zweite. So. Priorität. So, was haben wir hier? 60 Grad, ja. Also es funktioniert gut, die Kühlung. Da geht mir nichts. Das passt. Und hier haben wir jetzt auch angenehme, ja, so knapp an die 30 Grad. Das ist okay. Das ist komplett okay. Auch das Zeug, was da drin ist, wird schön warm. Passt. Wunderbar. Wunderbar. So, hier ist natürlich Tauchstation, ne? Hier ist natürlich Tauchstation. Jetzt kommt ja irgendeiner und fängt ja an abzureißen. Dann stehen sie hier alle. Sind die alle unterkühlt? Yo. Ja, was ist denn mit euch los? Ah, siehst du, guck mal hier. Das sind die Helden. Die... Ah.
dass ihr euch nicht schämt. So, sehr gut, sehr gut. Und schon ist so ein Biom leergeräumt, Freunde. So schnell geht das. Immer Sand, ne? Fällt dann alles schön rund. Oh, das gibt das hier 5000 Kilo, Alter, was? Ja, Mahlzeit-Tusk. Alle krank. Wir müssten mal so ein paar Vitamintabletten oder so bauen, ne? Apotheke, Vitamin-Kau-Tabletten. Verstärktes Immunsystem, das ist gut. Da machen wir jetzt mal. Komm, dann machen wir mal eine richtige Ladung von. 50 Stück. 50 von den Dingern. Hau mal rein, da kann jeder erstmal sich zwei von gönnen. Ah, das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, unsere Algenmaschinen laufen alle wieder fleißig, sehr gut. Wir dürften eigentlich Algen. Ah, 15,2 Tonnen, sehr schön. Da kriegen wir ordentlich was dabei. Schleim 10 Tonnen. Ah, wunderbar. Wunderbar. So soll es sein. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir mit dem verschmutzten Wasser machen. Eigentlich müssten wir es wegpumpen, ne? Eigentlich müssen wir das hier reinpumpen. Aber da wären wir es nicht los. Wir bräuchten noch einen zweiten Tank hier für verschmutztes, sauberes, verschmutztes Wasser. So, Wasserkraut ist auch gleich fertig. Wir haben aber noch so viel. Wir haben noch so viel. Puh, puh, puh. Und die Kühlschränke sind halt verflucht teuer, was den Strom angeht, ne? Die verbrauchen halt so mega viel. So, pass mal auf. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir graben die mal aus. Das war nämlich auch ein Kommentar, der gesagt wurde. Ich soll hier, ich soll hier die anderen Äcker machen, die bewässert werden können. Und soll die einfach mit dem verschmutzten Wasser bewässern. So, warum Schilffaser kein Lager möglich? Warum? Hier ist doch noch, hier ist doch alles frei. Habe ich das hier nicht angegeben? Verschiedenes. Tiereier, organisches. Algen verrottet, nein. Kleidung, nein. Industrielle Zutat, Schilffaser, Tatsache. So, jetzt aber. Okay, pass auf. Das machen wir nämlich jetzt hier. Diese Dinger hin. Jetzt muss ich die erst abreißen, ne? So ein Scheiß. Warte mal, läuft da irgendwas durch? Nein. Okay, gut. Dann machen wir das nämlich. Dann können wir da nämlich unser verschmutztes Wasser für benutzen. Also das, dann brauchen wir das nicht extra reinigen, weißt du? Oh, jetzt haben wir natürlich Chlorgas. Scheiße, habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, schnell. Mach die Bude zu. Habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass wir hier ja Chlorgas drin haben. Ups. Aber Gefahr schon beseitigt. So, Rohre. Okay. So. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir haben das erstmal geändert hier. Es scheint zu funktionieren. Das verschmutzte Wasser läuft auf jeden Fall hier rein.
und wird hoffentlich verbraucht. Wir müssen das mal beobachten, ob das hier großartig mehr wird, so über die Zeit. Wir können es ja mal merken, wir haben 850 Kilo im letzten Tank und dann gucken wir mal so in ein, zwei Zyklen, wie sich das Ganze so verhält, Freunde. Also, bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.